Wir sind hier auf dem Corporate Learning Camp 2016 in Frankfurt und neben mir steht Philipp Ginant von Lingua TV. Philipp, du bist heute hier schon den ganzen Tag auf dem Camp und hast eben eine eigene Session gehabt und es ging so um Erfahrungen mit Integration über digitales Lernen. Genau. Was für Erfahrungen hast du da weitergeben können? Ja, wir haben seit letztem Jahr über 30.000 geflüchtete Menschen auf unserer Lernplattform, die digital Deutsch lernen und machen da sehr, sehr gute Erfahrungen, weil die digitalen Deutschkurse sofort verfügbar sind. Also wenn man sich anguckt, wie viele Menschen im Moment einen Deutschkurs wollen, dann sieht man, dass das analoge Bildungssystem an seine Grenzen stößt. Es sind zu wenige Deutschlehrer da, auch die Kursräume und die Ressourcen sind einfach nicht da. Und da können wir zum ersten Mal wirklich zeigen, dass digitale Kurse, digitales Lernen sehr, sehr viel helfen kann, sehr viel beitragen kann. Nun tun sich ja bei uns manche Leute schwer mit dem digitalen Lernen, aber die Geflüchteten, die ihr da offensichtlich erreicht, tun die sich damit schwer oder ist das für die gar kein Problem? Was hast du da für Rückmeldung? Also wäre Quatsch zu sagen, dass es für alle passt, aber wir sehen, dass ein ganz, ganz großer Anteil mit dem Digitalen sehr, sehr gut zurechtkommt. Wenn du überlegst, sehr viele davon sind jung, viele der Geflüchteten sind Männer unter 50 Jahre. Wenn du dir anguckst, dass die ihre Flucht teilweise mit digitalen Medien wie Smartphones und Google Maps oder sowas organisiert haben, dann ist das nicht so, dass das denen fremd ist. Die Alternative ist natürlich auch, 9 oder 12 Monate auf einen Deutschkurs zu warten und wir haben teilweise wirklich auch Leute, die es ausprobieren aus Verzweiflung, aber dann merken, dass es passt. Also wir haben zum Beispiel in der Notunterkunft in Berlin Analphabeten, natürlich mit Onboarding, mit tutorieller Begleitung an so einen Rechner und an so unseren Deutschkurs von Lingua TV gesetzt und haben festgestellt, dass die Analphabeten, die normalerweise nicht einem Kurs folgen könnten, weil sie nicht lesen oder schreiben können, über die Videos sehr schön lernen können, wie Deutsche sich Muttersprachler unterhalten und dann im Prinzip das imitieren und damit Deutsch lernen. Also wir können praktisch eine Lücke schließen, aber nicht nur das, es wird auch eingesetzt von vielen Bildungsträgern als Ergänzung zum Präsenzunterricht, weil der eventuell zu kurz ist oder weil die Klassen überfüllt sind. Mit 20, 25 Kursteilnehmern kannst du keine Binnendifferenzierung mehr machen. Und da kann natürlich der digitale Kurs helfen, individuell nach deinem eigenen Lerntempo zu lernen. Also der Langsame, der wiederholt ein paar Mal und der Schnelle kann voranschreiten. Darüber hinaus, wenn ich noch weiter berichten darf, haben sowohl Bildungsträger, Lehrkräfte als auch die teilnehmenden Kursteilnehmer berichtet, dass sie mit dem Umgang mit dem PC, also mit dem Deutschkurs, dem digitalen Deutschkurs, den Umgang mit dem PC lernen. Wir haben also in der Notunterkunft festgestellt, die waren keine Digital Natives, die waren komplett neu zu dem Medium digitales Lernen und nach ein paar Wochen haben die bei Google nach einem arabisch sprechenden Arzt gesucht oder nach einer Wohnung auf einem Portal Job oder nach Jobs auf dem Jobportal gesucht. Das heißt, heutzutage ist die Welt digital, es macht also gar keinen Sinn, geflüchtete Menschen in ein analoges Bildungssystem zu pressen, exklusiv analog zu unterrichten und dann hinterher zu sagen, sie sollen für den Arbeitsmarkt bereit sein, wo sie aber gar keine Berührungspunkte zu PC und digitalen Medien hatten. Ja, das klingt ja interessant, das klingt ja eigentlich ermutigend, dass offensichtlich, selbst wenn man gar keine Vorkenntnisse am PC hat, es auch funktioniert. Man muss nur mal anfangen und sich daran wagen. In deiner Session gab es sicherlich auch andere, die schon Erfahrungen haben. Gab es da auch so ein paar Rückmeldungen von anderen? Konntest du auch was mitnehmen aus der Session? Ja, es war ganz witzig. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Session so gut besucht ist. Ein Drittel der Leute haben gesagt, sie haben überhaupt keinen Berührungspunkt zu Geflüchteten, sind aber aus Interesse trotzdem gekommen. Ein Drittel waren diejenigen, die schon Berührungspunkte hatten. Und ich würde sagen, ein Drittel waren tatsächlich Bildungsträger und Experten, die also tatsächlich schon seit längerem damit arbeiten. Ein Feedback war tatsächlich, dass gesagt wurde, sie waren überrascht, wie wir digitale Kurse einsetzen. Also wir kennen ja Corporate Learning, digitales Lernen, soziale Medien 1.0, 2.0. Aber meines Erachtens ist es noch nicht bekannt genug, welchen Beitrag digitale Kurse, digitales Lernen in, gerade bei dieser Zielgruppe leisten können. Und ich höre leider Gottes oft auch im Corporate Learning Umfeld, so die Aussage, meine Mitarbeiter wollen das nicht.
Ich glaube, das ist teilweise eine Schutzbehauptung, entweder von den Weiterbildungsverantwortlichen oder sogar von den potenziellen Lernenden. Die Projekte, die wir jetzt seit 12 Monaten mit Geflüchteten machen, zeigt mir, dass es tatsächlich einen Beitrag leistet. Es ist nicht das Allheilmittel, man muss es integrieren. Wir integrieren das ja auch mit Bildungsträgern und Sprachschulen in einem Blended Learning and Teaching Konzept. Aber es leistet einen Beitrag und man darf nicht so sehr nach den Fehlern suchen, die gibt es überall, die Krümel suchen, sondern man muss tatsächlich sich auf den Nutzen und die Vorteile konzentrieren und dann funktioniert das sehr, sehr gut. Ah, das klingt sehr spannend. Schönen Dank dir für diese Infos und für diese Anregungen auch in der Session. Für dich weiter viel Spaß beim Corporate Learning Camp. Danke.